Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir und den Achim zusammen. Wir sind hier noch in der Mall unterwegs. Und schleichen hier noch schön durch, ne? Achim und ich. Ja. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Alter Achim, erschreck mich nicht so. Gesichtet. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen. Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Das sieht. Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden, ihn stellen. Alles klar. Okay, was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir dann. Der Agent versucht dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Dort sieht dich niemand. Ruhig. What the fuck, wie ist er da wieder hochgekommen? Achim, Zugriff! Achim, du machst das schon. Ah. Zugriff! Holy shit.
Ich würde mal sagen, die ist ein bisschen vergiftet. Ach, ich muss anstecken. Ah. Placid, was ist los? Den Schwein will ich haben. Konzentriert, ich kümmere. Junge, die kriegt er aufs Maul. Und jetzt der Watcher. So ein Motherfucker, der mich töten will. Ich glaube, die hat genug. Nein, hat sie nicht. Rauf da. Die alte Achim, wir müssen uns beeilen. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten. Klar, du musst zuerst. Placid? Wow, hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Ja, ja, ja. Die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Na gut, dann lass mal hören. Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Tine-Tune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Mhm. Alle Ragnons. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Na gut. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Okay, Brudi. Identisch, was? Hm. Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Okay. Was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also, die U. Ich bleib lieber bei meinem. Mhm. Hey, wie? Alles okay? Oh, was ist passiert? Das Netzschwein hatte recht. Die Voodoos haben dich gefickt. Sobald sie Zugang zum Netwatch-Netz hatten, haben sie alle Agenten geröstet. Und dich dazu. Alter. Warum ist mein Hirn da nicht warmer Brei? Weiß nicht. Vielleicht sind dir endlich Eier gewachsen.
nicht auf mir sitzen. Will ich doch hoffen. Diese Freaks haben dich zu einer Kamikaze-Hure gemacht. Wer nimmt schon den Job von uns Voodoo-Freaks an? Plastik hat dich für ein Stück Scheiße aus der Gosse gehalten. Dachte, dich sucht keiner. Der Vergleich ging dir aber leicht von den Lippen. Siehst halt gerade aus wie ein Stück Scheiße. Aber manchmal bist du gar nicht so übel. Wow, danke. Wir sollten uns mal mit unserem Kumpel Placid unterhalten. Geh zum Bettys. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Achim. Warum hast du nichts gemacht? Ja, toll. Schöner Freund. Sind die Teile rein oder was? Er lebt. Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich kann dich zu ihm bringen. Ach, immer passiert irgendein Scheiß, immer. Geh voran. Radgei. Achim, ein, rein. Jetzt machen wir die tot. Die scheiß Voodoo Boys, Junge. Hätte ich mal auf den Agenten gehört. So. Du bist zurück. Wie ist das möglich? Du hast mich reingelegt. Busosa! Affe! Quitte nous! Man, UTV! Ja, aber auch seine Scans. Er ist kein normaler Ranjo. Voye Pep nur an der Bar. Hier sind wir nicht sicher. Na ja, verpiss dich, du Hund, Junge. Oh, du schickst Placid extra für mich raus? Ich will nicht, dass er dich verletzt. Das darf nicht geschehen. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm... Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips über... Ihr wollt in meinem Kopf fühlen? Weiß nicht. Hab ein paar Bedenken dabei, euch blind zu vertrauen. Das Timing war ungünstig. Soll das eine Entschuldigung sein? Du bekommst eine Entschuldigung, nachdem du uns einen Preis für den Chip genannt hast. Wenn er noch ganz ist. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie trägt dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ich bin nicht so verzweifelt. Du sagtest, niemand könne dir helfen. Vielleicht gibt es andere Mittel, von denen ich noch nichts weiß. Ich hoffe, du kehrst vor Ablauf deiner Zeit zurück. Okay, gut. Ihr dürft ran. Komm mit mir. Ja, ich wollte das nicht so, ich dachte, ne, aber das Spiel sagt nein, es gibt keine Alternative. Du musst dahin. Okay, dann gehen wir dahin.
Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Mach auf, ihr Hurenviecher. Was dürfen wir uns noch nicht mal rächen? Ich hätte ihn aufgehangen an seinen Eiern. Wieso wusste Placide nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Ja. Aber Placide ist ein Opfer. Gehen wir hin. Das siehst du bald. Junge, was habt ihr hier gemacht? Achim ist auch weg. Super. Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Gut. Hätte unsere Arbeit erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Viré Courant! Tout bagay paré. Gar commencer. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Syntax-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut, wie. Du solltest es ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sag ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connecte. Connection stab. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel. Wollen wir auf der Gewinnerseite sein? Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Was genau ist die Blackwall? Ich meine, ich weiß... Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Oh, komm schon. Nicht in die Wanne.
Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzubrutzeln. Aber gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.